Das gilt auch für sein Carrera-Hobby. Bei Jörgs Anlage könnte so mancher Club neidisch werden. Er hat mit einer angefangen. Das ist die, die wir drüben sehen. Mhm. Damit hat das mal angefangen. Okay. Ja, Modellautos hatte er immer. Und irgendwann kam eine zweite Bahn dazu. Dann kam das, was wir uns da gleich mal angucken. Da kam eine Holzbahn dazu. Wahnsinn. Dann hat er diese transportable Bahn irgendwo gekauft. Die hat wohl mal bei einem Automobilhersteller auf dem Messestand gestanden. Was der Jörg sich hier aufgebaut hat, das ist schon gigantisch. Also der hat ja nicht nur ein Rennbahn, der hat wohl drei und ganz viele Autos noch dazu. Ich bin mal gespannt, was ich noch alles finden werde. Er hat ja gesagt, dass er so in der Woche 70 bis 90 Stunden arbeitet. Ja. Glaubst du ihm das? Oder meinst du, die 45 Stunden hat er hier an der Rennbahn nur gespielt? Die hat er wirklich gearbeitet. Und das ist halt auch letztendlich ein Grund, weshalb wir ihn jetzt mehr oder weniger dazu nötigen, die Notbremse zu ziehen, weil es geht nicht mehr. Er packt das gesundheitlich einfach mittlerweile nicht mehr. Der ist so anfällig geworden. Ehrlich? Was hat er? Ja, alles Mögliche, Kreislauf, Herz und alles, was man halt... Rücken, vor allem körperliche Arbeit. ...so dazu bekommt. Und deshalb muss einfach die Notbremse gezogen werden. Birgit ist Jörgs Ex-Frau. Detlef ist seit 40 Jahren mit Jörg befreundet. Beide machen sich große Sorgen. Ich wünsche dem Jörg einfach, dass er endlich einen Schlussstrich ziehen kann, um sein Leben wieder in den Griff zu kriegen, um seine Gesundheit in den Griff zu kriegen. Jörg hat nicht nur viel Geld, sondern auch viel Arbeit in seine Bahnen gesteckt. Auch Marke Eigenbau? Das ist auch Marke Eigenbau. Und das will er auch verkaufen? Ja, alle. Alle, okay. Hast du denn irgendwann mal von ihm einen Preis gehört? Nee. Würde mich ja jetzt interessieren. Nein. Ich habe auch überhaupt keine Idee, was sowas kostet. Ich sage jetzt mal, die Arbeitszeit, die kannst du wahrscheinlich gar nicht bezahlen. Jörgs Schmuckstück ist achtspurig und 42 Meter lang. Sie im Ganzen zu verkaufen wird nicht leicht. Es gibt viele Slotcar-Vereine, da werden die Dinger natürlich auch professionell betrieben. Man fährt ja wirklich so Rennen und Wettbewerbe. In so eine Szene passt diese Bahn natürlich rein. Aber ich vermute, dass die ja auch ihre eigenen Bahnen haben, die ja schon befahren haben. Und man kann sie da anbieten. Ob man da Glück haben wird, ist eine andere Frage. Weiter unten stoßen Otto und Mauro auf etwas ganz Spezielles. Einen Hot Rod. Boah, wie geil ist das denn, ey? Neben 8 Porsches hat Jörg noch einen aufgemotzten Oldtimer, auch Hot Rod genannt, im Regal. Viel sehe ich nicht von dem Hot Rod, weil er total eingebaut ist. Wir müssen mal gucken, vielleicht schaffen wir den da irgendwie rauszukriegen. Das wäre natürlich super. Fahr das doch mal raus, ich will den mal sehen hier. Jörg ist gelernter Kfz-Mechaniker. Er wollte sich die ganzen Autos irgendwann fertig machen. Warum ist der so restauriert worden, aber nur angefangen? Warst du das auch? Ja, wo die Zeit da war, gemacht. Hast du keinen Bock mehr gehabt? Irgendwann kommt ein anderes Projekt. Du hast ja auch so wenige Projekte, ne? Carrera-Bahn, 8 Porsche 914. Was machst du? Messebau, Küchen. Studiobau. Küchenstudio. Du müsstest dich normalerweise 4-mal klonen, damit du das alles schaffst. Mit seiner Arbeit und seinen aufwendigen Hobbys hat sich der 53-Jährige komplett übernommen. Mir fehlt die Kraft, mir fehlt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Ja, und jetzt kein Bock mehr da drauf. Ist doch irgendwo auch dein Leben, ne? Ob das aber, irgendwann kommt der Zeitpunkt, dann machst du dir Gedanken. Ja, wie kommt denn diese Gesinnungsveränderung? Die Profis ahnen, dass mehr hinter Jörgs Neuanfang steht, als er bisher offenbart hat. Anfang des Jahres ist meine Mutter gestorben. Das war mein letzter Ankerpunkt, den ich hatte. Sonst habe ich keine Familie. Dann hat sich meine Freundin von mir getrennt, die mir auch viel geholfen hat. Aber dann stehst du auch von heute auf morgen ganz alleine da. Die Trennung hat Jörg aus der Bahn geworfen. Okay, wie lange ist das her? 2 Monate. 2 Monate. Eieiei. Das war relativ frisch bei dir, oder? Ja. Da leidest du auch noch drunter. Leiden ist falsch ausgedrückt. Es ist einfach, dieser Lebensabschnitt mit ihr ist beendet. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie ich weiterleben möchte. Und habe mir einfach gesagt, du so nicht komplett mehr. Veränderung. Genau, ich will hier einen Cut machen. Sprich, alles muss raus. Jörgs Wunschsumme von 130.000 bis 150.000 Euro sieht Chukru jedoch kritisch.
so wie der die in der Vitrine gelagert hat, ist nicht so gut gewesen, weil die Kartons, die sind halt auch verbeult, einige Ecken sind ab und das senkt natürlich auch den Marktwert. Also auch ein Sammler möchte diese original verpackten Autos, auch wenn sie 40 Jahre alt sind, wirklich so haben, wie wenn er sie gestern gekauft hätte. Aber bisher hat Şükrü ja erst einen kleinen Teil der Sammlung gesehen. Ich denke mal, wir gehen mal zu den wirklich schönen alten. Ja? Ich gehe mal vor. Okay. Ist da ein besonderes Stück bei oder so? Da soll ein ganz besonderes Stück bei sein, von dem es meines Wissens nach nur 3 Stück gibt. Wie, auf der ganzen Erde oder wie? Ja, ja. Selbst der Carrera-Experte in Deutschland hat ihn nicht. Nein. Und er hat schon eine der größten Sammlungen. Also hier redet man von einem 5-stelligen Betrag. Wie viel? 5-stellig. Das heißt ab 10.000 oder was? Ab 10.000. Nein! Ist ja ein Ding. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Carrera-Auto 10.000 Euro wert sein soll. Ich meine, auch unter Sammlern hat man ja so bestimmte Prinzipien. Und dieser Wagen ist halt nicht in einem Zustand, wo ich selber sagen würde, das ist 10.000 Euro wert. Schon ein kurzer Blick genügt dem Profi, um einen gravierenden Mangel zu entdecken. Guck mal hier. Okay. Das ist eine kaputte Ecke. Na super. Ich kenne mich in dem Bereich gar nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich gerne mitnehmen, wenn das das Schmuckstück ist. Und gleich, wenn wir Jörg mal sehen, ihn mal fragen, was er dazu sagt. Auch unten geht's gerade um einen gelben Rennwagen, einen Porsche 914, Baujahr 71. Können wir den mal abdecken? Ich will den mal ganz sehen hier, wa? Vorsichtig. Ja, dann mach du. Porsche! Gehört das dazu? Ja, das ist der Seitenschweller. Der Seitenschweller. Oh, der ist aber schön markiert, ne? Ja, von innen, der riecht ein bisschen streng. Der Wagen ist im Originalzustand. Jörg hat ihn aus erster Hand. 914er deutsche Zulassung. In dem Zustand zu finden, ist schwer. Für mich zählen immer Fakten. Weißt du? Was hast du bezahlt? In dem Zustand, wie er damals war, habe ich ungefähr umgerechnet 8.500 dafür bezahlt. Okay, was soll der jetzt bringen? Der willst du ihn ja verkaufen, oder? Ja, ja. Ja. 30. 30.000. Ist das realistisch? Okay. Eine gute Frage, oder? Du hast dich aber entschieden, den zu verkaufen. Ja. Was ist denn der Mindestpreis, den du dafür haben möchtest für den Wagen? 27, drunter gebe ich nicht weg. 27? Ja, sag ich dir ganz klipp und klar. Ja, das wird extrem schwer, jetzt hier irgendwas zu verkaufen. Der Jörg hat ja seine gesalzenen Festpreise und darunter will er nicht verkaufen. Ich frage mich, wo liegt da die Not? Warum sind wir hier, weißt du? Ja? Warum hast du uns gerufen? Tja, weil damals die Not so war, dass er sagte, ich muss alles weghaben. Da kann ich nicht mitgehen. Warum dieser Cut? Hast du noch nie im Leben gehabt, dass du an einen Punkt kommst? Das mit der Krankheit habe ich dir... Was? Nee, du hast nichts von der Krankheit erzählt. Die Halswirbelsäule ist ruiniert. Okay. Der Rücken ist ruiniert. Und irgendwann musst du einfach kürzer treten. Gesundheitlich auch. Das heißt, du hast jetzt die ganze Zeit vor uns so ein bisschen den Macho... Nein, es ist nicht so, dass ich mich krank fühle oder so. Es ist einfach, dass mir auch gesagt wird, mein Körper mir auch sagt, so wie du die letzten 25 Jahre mit deinem Körper geaßt hast, drücken wir es mal so aus, kannst du nicht noch geaßt durch die ganze Arbeit. Schmallochen. Jetzt kommt der Jörg mal mit der Wahrheit rüber. Finde ich gut. Jetzt sagt er mal, was wirklich ist, warum wir hier sind. Er braucht Hilfe, weil er nicht mehr so gesund ist. Er schafft das nicht mehr, ist überfordert. Und klar, wenn man sich das hier anguckt, ich wäre auch damit überfordert alleine. Weiter oben entdeckt Şükrü gerade Jörgs privaten Carrera-Shop. Was ist das, hier heiliger Boden oder was? Darf man das betreten? Wieso hat er das denn so aufgemotzt hier? Ja, das ist Hochglanz. Ist ja heftig. Ja, auch sowas ist, glaube ich, mal bei einer Messe abgefallen. Also das habe ich mir jetzt nicht darunter vorgestellt. Jörgs Privatsammlung kann mit jedem Fachgeschäft mithalten. Leider gilt das auch für seine Preise. Im Endeffekt geht es ja hier nicht um Geld. Also was er jetzt irgendwie braucht, weil er Schulden bezahlen muss, der ist ja schuldenfrei. Ihm geht es halt um das Geld für die Sachen, die wir halt reinholen müssen. Und das liegt, so wie sich das anhört, bei den Neupreisen. Und
dann wird es natürlich schwierig, weil warum sollen die Leute bei uns kaufen, wenn die woanders kaufen können? Besonders über den angeblich so seltenen Rennwagen möchte Schükrü noch einmal mit Jörg sprechen. Detlef hat gesagt, das ist so ein Spezialstück, gibt es wohl weltweit nicht viele von. Ne? Und er meinte fünfstelliger Bereich, also so 10.000 Euro. Ja. Da habe ich mir das Ding mal angeguckt, hier ist so ein Riss drin und habe gesagt, ich wage das zu bezweifeln, ob man dafür noch 10.000 kriegt. Ja. Dann such dir mal irgendeinen anderen, der in dem Zustand ist. Aber schon für seine. Ja, aber wenn du doch so ein Teil da hast, wo du weißt, das ist ein einzelnes Stück für 10.000 Euro, wieso hast du es nicht verkauft? Weil das die Sammlung auseinanderreißt. Bisher stand ja der Verkauf nie im Vordergrund. Und deswegen ist auch nie die Rede darüber gewesen, den zu verkaufen. Da gab es immer schon Interessenten für. Möglich ist das, dass das mit 10.000 Euro gehandelt wird. Es gibt so teures Spielzeug. Jetzt musst du nur noch einen finden, der das auch bezahlt. Hast du denn die Interessenten immer noch? Ja. Ja, vielleicht kannst du die ja auch alarmieren. Ja. Es wäre halt auch gut, wenn du deine Leute sozusagen, die mit dir damals gefahren sind oder was auch immer, auch alarmierst, dass sie auch hier hinkommen. Weil Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja. Dann werden wir uns jetzt zurückziehen für heute. Wir sehen uns morgen früh. Vielen Dank für heute. Ja. Tschüss. Schönen Abend. Für seinen Neuanfang braucht Jörg die Hilfe der Trödelprofis. Doch mit seinen Preisvorstellungen macht er es ihnen nicht einfach. Und Schükrü, wie war es bei dir? Ja, also gerade sieht es wirklich so aus, als ob das so ein Fass ohne Boden wäre. Ne? Also das da oben, das ist ja wie so eine Firmenauflösung. Ne? Also so viele Sachen und das Problem, was wir wahrscheinlich haben werden, sind die Preise. Ne? Also ihr habt ja gerade hier unten schon gehört, ne? Liebhaberpreise, wie soll man das machen? Ja, für den Porsche, der gelbe, das war ja auch schon mit 30.000 viel zu teuer. Porsche, glaube ich, hier unten. Was? Ja, ja, ein 914er, weil der will für einen 30.000 Euro haben. Für einen? Ja. Aber er braucht Hilfe, er ist krank, ja, und er kriegt das alles nicht mehr so hin. Und der kriegt diese Auflösung auch nicht hin, das hat er uns erklärt. Hat er auch jetzt 6 Jahre nichts mehr gemacht da oben, ne? Mhm. Super. Kommt, Jungs, wir müssen fahren. Ja.